So, ein wunderschönen und herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero, garantiert nicht. Mein Test Creative Server Let's Play, genau. Ja, das, was ich letzte Folge angekündigt habe, habe ich tatsächlich auch machenderweise tun geschafft. Genau. Ne? Wir waren ja letzte Folge, beziehungsweise davor die Folge, vor der letzten Folge, die Folge. Warum? Was? In. Dem großen Hotel. Und da hatte ich ja gesagt, okay. Weil ich hatte es ja. Ne, das Hotel hatte ich ursprünglich in meinem Vanilla-Server gebaut. Und hat es halt bisher einfach nur mit WorldEdit quasi exportiert und dann die exportierte Datei in meinem Creative Server wieder importiert. So. Und auch so gelassen. Nun hat aber natürlich der Creative Server ein paar Features, die der Vanilla Server nicht hatte. Und die habe ich jetzt in dem Hotel quasi eingepflegt. Also quasi das Hotel ein bisschen überarbeitet. Ach, wir sind schon wieder nach Hause gegangen. Oh. Schade, ich dachte, wir wären noch beim Hotel gewesen. Ah! Fuck! Och nö. Muss ich wieder hinlaufen? Ah. Oh, ja, bitte nicht über die Lautsprecher, sondern Kopfhörer. Schon besser. So. Ja, ich hoffe, man stockert nicht zu sehr. Ich habe nämlich im Hintergrund, ja, ist gerade noch was aktiv für das Clicker Hero Let's Play. Und die CPU ist ganz schön ausgelastet, wie ich sehe. Gut, die Sache ist, komm, wir gehen mal zum Spawn. Bam. Und dann würde ich mal sagen, begeben wir uns mal nochmal zum Hotel. Es sieht jetzt ein bisschen anders aus. Habt ihr jetzt quasi die angedeuteten Sachen mit echten Sachen ersetzt? Ne? Also, da war ja das reelle Bett. Ne? Das war ja das typische Mindtest Vanilla Bett. Das habe ich gegen richtiges Bett aus Home Decor ausgetauscht. Boah, Alter. Geh mal hier mit der Sichtweite wieder hoch. Oh, die war auch auf 200. Halleluja. Bisschen sehr hoch. Hab die, wie gesagt, ausgetauscht. Die Betten habe ich ausgetauscht. Dann habe ich auch noch jetzt richtige Tische und so drin. Aber wie gesagt, das werden wir dann sehen, wenn wir dann soweit sind. Komme ich hier lang? Ja, müsste eigentlich. Hoffentlich bin ich jetzt nicht in die falsche Richtung abgebogen, aber es müsste richtig sein, ja. Ja, genau, da vorne ist die Wiese. Ja, da bin ich hier richtig. Oder die das Wiesenbiom oder wie auch immer man das nennt. Also das Grüne hier halt, ne? Wo die ganzen Sträucher zu wachsen. Und dann habe ich auch für die nächste Folge. Für die nächste Folge, beziehungsweise die nächsten beiden Folgen, also für morgen quasi die beiden Folgen, ein bisschen was Besonderes vor. Und zwar hatten wir letztens, hatten wir Nudecore gespielt. Kommt gar nicht lang. Und ja, da hatte ich ja gesagt, dass ich irgendwie so, ne, so gerne mal ein paar weitere Spiele, ne, dass mir das halt Spaß macht, so Spiele vorzustellen. Und jetzt ist mir gestern, was, gestern oder vorgestern? Glaube gestern. Gestern ein Spiel ins Haus geflattert. Also nicht ins Haus geflattert, sondern, also, ich habe ein Spiel kennengelernt übers Forum, übers Mindtest-Forum. So, da gehen wir noch nicht hin. Man sieht zu viel. Wahrscheinlich habe ich so Zoom dabei, ja.
Also ein Spiel von Wuzi, also die Dame, die auch Mindclone 2 gemacht hat. Allerdings ist das Spiel selber nicht von ihr, sondern es ist ein uraltes Spiel von 2012 und sie hat es nach Mindtest 5 portiert. Das Ding nennt sich, keine Ahnung mehr. Wenn ihr bei den morgigen Folgen sehen, wie die denn heißen. Auf jeden Fall werden wir das morgen machen. So, jetzt erstmal zu dem Hotel. Oh, hier ein bisschen Sichtweite hoch. So, man sieht schon, außen hat sich jetzt nicht so viel geändert. Ich habe doch überlegt, ob ich die Lampen austausche, außen zumindest. Habe ich aber noch nicht gemacht. Da muss ich noch gucken, ob ich die in diese flacheren Version ersetze oder ob ich überhaupt ersetze. Aber man sieht schon hier drinnen. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Ja, es gibt jetzt einen richtigen Empfangsbereich mit richtigen Tischen. Die Angestellten haben auch richtige Stühle. Man hat hier richtig Bücherregale, die jetzt nur noch die halbe Höhe haben. Kann man sich hier so hinsetzen. Ne? Und dann kann man auch die Leute richtig abfertigen mit echten Laptops. Ne? So für Gästelisten und für der Geier was halt oder für ganze Buchungen. Auf jeden Fall halt richtigen Empfangsbereich, auch mit Drucker, ne? Für irgendwelche, weiß nicht, Verträge oder so, keine Ahnung. Ne? Jeder Empfang braucht auch einen Drucker. So, da sieht man hier schon Glastüren, Eingangsbereich. Heißt, man kann jetzt das Hotel auch, ich sage jetzt mal, in dem Sinne schließen. Ja, hier vorne wollte ich auch noch irgendwie eine Tür reinmachen, aber ich weiß nicht, was man hier machen kann. Weil das Problem ist halt, die Türen, die wären halt immer hier vorne an der Kante oder hinten an der Kante. Die Glasscheiben wiederum, die sind halt in der Mitte. Das finde ich halt so ultra kacke, dass es keine Türen gibt, die auch so in der Mitte sind. So dass man diese dünnen Fenster nie mit Türen kombinieren kann. Das geht einfach nicht. Es gibt keine einzige Tür, die irgendwie sinnvollerweise hier in die Mitte platziert werden kann. Finde ich ein bisschen dumm, aber gut, ist halt so. Deswegen habe ich erstmal hier die Türen hingemacht. Ne, das heißt also quasi, der Vorraum ist jetzt immer offen, aber ne, ins Hotel rein, der Innenbereich, der kann quasi abgeschlossen werden. Wegen Corona zum Beispiel. So, und jetzt sieht man auch schon, aha. Tada, echte Türen. Ja, mir ist doch aufgefallen, ich hatte hier die Türen zwei breit gemacht, gar nicht nur ein breit. Okay, jetzt sieht das eher aus wie so Klassenzimmer. Ich weiß nicht, irgendwie. Hier oben sind so Lüftungsschächte und unten halt, wie gesagt, die Türen. Und jetzt, Achtung. Oh mein Gott, ein richtiger Tisch, richtige Stühle. Auch wieder so flachere Bücherregale, die halt viel realistischer aussehen. Ne, weil so tief sind Bücher ja nicht. Von daher. Richtiges Bett, richtiger Nachttisch mit Lampe und ein kleiner Ablegetisch. Das gleiche denn auch noch mal hier, ne? Die etwas andere Anordnung, aber der Inhalt halt gleiche. Und dann gibt es noch den dritten Raumtyp. Das ist der. Da ist es quasi ein bisschen anders angeordnet, weil die Tür ja da ist und nicht da und so. Ja, egal. Genau. Wir sagen hier draußen die Lampen, da bin ich noch ein bisschen unglücklich. Weil die sehen halt extrem klobig aus. Bei dem Vanilla-Server, da geht's, da gibt's nichts anderes. Aber hier, ich meine, hier gibt's echt andere Sachen, ja. Ich meine, gut, bei Lampen gibt das nicht allzu viel. Da hätten die ruhig eine etwas größere Auswahl machen können. Ich meine, ja, also irgendwie so deckenbeleuchtungsmäßig gibt's hier einfach gar nichts. Ich weiß einfach nur nicht, ob ich nach dem Falschen suche. Aber das, was es hier gibt, ist halt eher traurig. Deswegen werde ich quasi einfach wahrscheinlich weiterhin die benutzen. Werde die aber halt auch auf dem Achtel zurecht sägen und die dann einfach so als flache Lampe so ranmachen. Dürfte besser aussehen. Ne? So eingelassen wie hier mache ich nicht. Würde ich doch gar nicht hinbekommen, weil dann würde man die bei der Oberseite sehen. Aber zumindest ist das hier halt. Dass es halt flache Lampen sind. Gut, ja. Das soweit zu dem Hotel. Ansonsten habe ich ja aber auch nichts geändert. Also wirklich nur die Räume, die Ingestaltung der Räume und den Empfangsbereich. Das habe ich halt ein bisschen überarbeitet. Ich habe auch erst überlegt, ob ich hier Rechner hinstelle, aber ganz ehrlich, Hotelzimmer mit Rechner, hä? Also wenn hier Urlauber hinkommen, dann bringen die ihre eigenen Laptops mit oder sowas. Also. Das Einzige, wo ich halt noch gedacht hatte, wo ich überlegt habe, wären solche Sachen wie, Gott, wie habe ich das nochmal genannt? Was plug?
Auf jeden Fall so eine Steckdosen. Da habe ich aber nichts Brauchbares gefunden, was irgendwie so reinpasst. Und ja, lassen wir dementsprechend auch sein. Gut, dann gehen wir nochmal nach Hause. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, ne, wieso... Wow, Alter. Wieso unser Hotel aussehen könnte, wenn es irgendwann mal fertig ist. Bis dahin wird es aber noch ein bisschen dauern. Jetzt erstmal wollen wir das Dach machen. Da haben wir ja jetzt ganz viel Cobblestone geholt. Ganz viel roten Cobblestone. Von daher schmelzen wir den jetzt auch mal ein. Da haben wir hier unseren wunderschönen neuen Ofen. Kompressor, Extraktor, Legierungsofen, Schleifmaschine. Ach da. So, von daher einfach mal rein da. Der ist verdammt schnell. Ist er hier im Sekundentakt? Spinnig oder? Nee, die normalen Öfen sind nicht so schnell. Kannst du mir nicht erzählen, dass die normalen Öfen so schnell sind? Oh, hier ist kein Papier mehr drin, ne? Ja, ich sehe, kannst du richtig zugucken. Der dauert hier 3 Sekunden pro Block. Also ist der neue auf jeden Fall schneller. Also die neuen Öfen sind halt bei weitem schneller. Nice. Das heißt, ich brauche hiervon gerade mal 2 Öfen und habe schon die gesamte Leistung, die oben alle 6 Öfen zusammen haben. Nice. Gut, ich kann mir auch nichts mehr als 2 leisten, weil einer braucht 300 Energieeinheiten und wir haben nur 720. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 3 verwenden würden, könnten wir das nur über eine kurze Zeit machen, solange bis die Batterien leer sind. Aber ich würde mal sagen, maximal 2, mehr macht doch keinen Sinn. Ich bin halt persönlich am überlegen, ob ich hier die beide tatsächlich entferne, die beide nach da setze und dann quasi hier auch nochmal ein bisschen was anbauen kann. Da muss ich aber noch überlegen. Dann würde ich quasi die 4 Dinger hier 1 nach links verschieben und dann hier 2 Schmelzöfen reinsetzen. Ja. Trotzdem wieder diese Köter. So. Okay, okay. Dann gucken wir mal, was brauchen wir alles. Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz viele Slabs. Ja, eben, eigentlich nur Slabs. Ja, ich könnte jetzt auch ein wirklich schräges Dach machen mit diesen Schrägstufen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Idee. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, das machen wir sogar. Macht irgendwie Sinn. Siehst du, das Dach könnte ich ja bei meinem großen Hotel auch noch austauschen gegen ein schräges Dach, also gegen durchgehend schräges und nicht so ein Stufendach. So, ich nehme mal gleich mal hier alles an Stein. Das Problem ist halt bei diesen Öfen, ne, da passt immer nur ein Stack rein. Leider kann man hier nicht gleich 4 Stacks reinpacken und dann macht er alle 4 Stacks mit einmal. Also nacheinander natürlich. Das heißt, man muss hier mal nachfüllen. Aber gut. Ja, schräges Dach. Da brauchen wir denn eigentlich bloß die flachen Schrägen. Aber da beide Arten. Das heißt, wir brauchen die und die und mehr nicht. Das müsste reichen. Ja. Dann machen wir das auch mal so. Dann machen wir mal. Ich mache mal hier ein bisschen was runter. Du kannst auch weg. Du kannst auch weg. Du auch. Weg, alles weg. So, wir brauchen. Ich nehme gleich mal alle hier. So. Dann haben wir noch ein paar hiervon. Und 2 haben wir übrig. Na gut. Aber her damit. So. Haben wir nochmal 92.
Dann mache ich mal noch mal. Ungefähr so. Sollte dann gut passen. So. 64, 71. Ah. So, ich muss mal gucken, dass das Ding hier weiter Material bekommt. So. Wie war das? Die kann ich jetzt zurückmachen, kann ich nicht. Okay. Ach so geht das. Okay. Gut, was auch irgendwo Sinn macht. Hey, jetzt habe ich hier. Hä? Wieso habe ich jetzt. Was ist hier gerade passiert? Habe ich ja hier weniger als davon. Was ist denn hier passiert? So, jetzt habe ich von allen gleich viel. Genau. Ja, gut. Dann passt es aber nicht ganz. Yeah, wir haben einen Stein zurück. Hardcore Party Hard. Wait a second. Geht das nicht? Geht, das geht leider nicht. Micro. Was kann man aus diesen Microbots machen? Ach so, halt. Ja, ich muss noch mal raufklicken. So. Okay, man kann die auch manuell kombinieren, wenn man einfach 8 Stück nimmt. Brauchen wir aber erstmal 8 Stück. Ha. Lol. Okay, wenn man die Dinger abbaut, bekommt man auch so eine kleine Cobblestone-Dinger zurück. Ist ja süß. Na gut. Na gut. Her damit. Den nächsten rein. So, wir haben erst. Also, ich würde mal sagen, davon haben wir erstmal genug. Okay, dann machen wir es mal direkt los. Und machen mal die erste Fuhre an vom Dach. Dann müssen wir auch oben irgendwie erstmal ausmessen. Achso, siehst du, wir brauchen noch einen Weg zum Dach. Ha, habe ich Leitern dabei? Bitte hab Leiter dabei. Sonst, Suizid. Ich habe keine Leitern dabei, das glaube ich jetzt nicht. Weg mit deiner Schnauze. Die Nase abgefahren. So, dann komm mal. Ach nee, ist ja bei Holz. Hä? Momentchen mal. Ach so. Das hier sah gerade aus wie so Stöcker, aber ist ja nicht Stöcker, ist ja. Aber das kommt trotzdem weg. Hä, was ist denn hier? Warum habe ich denn hier Cleanstone drinne? Was ist denn hier los? Nee, nee, nee. Aber ich hatte auch noch ein bisschen mehr Cleanstone. Was wollte ich jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Du kannst erstmal weg. Ah, genau, Leitern. Leitern wollte ich holen. Dankeschön. Sollten reichen. Den 99er Stack brauchen wir nicht. So groß wird die Leiter nicht. Jürgen! Freie Bahn mit Maxipan. Die Leiter klatsche ich erstmal hier hin. Dahin. Wird dann später eh wieder abgenommen. Ist ja, ne, das Dach ist ja nicht begehbar. Ich meine, wir könnten es auch begehbar machen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. So, und jetzt kommt's. Also das Balkon wollen wir nicht überdachen. Das heißt, das Dach geht bis hier runter. So, und dann müssen wir mal gucken. Naja, ein bisschen überdachen können wir es ja. Ein bisschen überdachen können wir es ja.
Auf jeden Fall würde ich. Ich habe kein. Nein. Oh, Ronny, kannst du einmal überlegen, was du machst, bevor du es machst? Ich habe kein Replacement-Tool dabei und keinen Schraubendreher. Na gut, egal. Auf jeden Fall so hier. Dann kommt da das nächste hin. Oh, ja, das macht hier mehr Sinn. Habe ich jetzt gerade so eine. Lol, war das schon immer so? Bei dem normalen Stone bekommt man doch Cobblblöcke zurück. Momentchen mal, das ist ja jetzt hier, ist jetzt hier ein bisschen, ist ja Slope. Also, das ist nicht Slope, also das ist, ja, das ist ein Slope, aber ich, das meine ich jetzt nicht. Achso, halt, Mann. So. Genau, die bekommt man durchs Graben. Ja, die aber nicht. Die bekommt man wirklich nur mit Kombinieren. Lol. Das heißt, die Funktion an sich ist vorhanden, dass man das bekommt. Die Funktion ist aber bei dem normalen Gestein gar nicht implementiert. Sorry, das so sagen zu müssen, aber das ist echt schlampig. Also, ich meine, wenn man die Funktion erst gar nicht programmiert hat, weil es zu viel Aufwand gewesen wäre, okay. Aber ist ja angeblich, es ist ja offensichtlich da, weil hier geht's ja, ne? Bei dem normalen Stein gibt es das aber nicht. Also hat das nichts damit zu tun, dass sie die Funktion nicht implementiert haben, sondern sie haben sie nur nicht vollständig implementiert. Das, meine Lieben, ist schlampig. Echt schlampig. Na gut, vielleicht kann ich die dann einfach nachtragen. Also selber eine Mod schreiben, die das dann quasi nachpatcht. Wenn ich es bemerke. Wenn nicht, bin ich schlampig. Wow. So, auf jeden Fall, ja, komm. Kann man jetzt auch eigentlich auch wieder backen? Nee, ne? Bitte, bitte lass. Nein, schade, kann man nicht. Ah, gut, okay, dann können wir damit nichts anfangen. Ah, doch, wir können die rekombinieren. Dann haben wir wieder einen normalen Block. So, ja, das hat gut funktioniert. Bitte da. So. Ich meine, in dem Moment haben wir natürlich hier Verlust, ne? Weil, oder andersrum gesagt, bei denen haben wir einen Gewinn, weil wir mehr zurückbekommen, als wir hinbauen. Aber ich meine, das ist ja nicht der Sinn und Zweck davon. So. Okay, und jetzt müssen wir hier nämlich. Oh, dann müssen wir überlegen, wie wir das machen. Ich würde mal sagen, sag ich mal, so. Wir machen mal da einen Block hin. Da einen Block hin. Das können wir nämlich von hier unten sagen. Okay, bam. Und, hä? Bam. Jetzt können wir hier runter gehen. Die entfernen. Und jetzt die anderen gegensetzen. Weiß ich aber nicht, ob man das so rum gegensetzen muss oder tatsächlich so rum. Eigentlich so rum. Es war genau falsch rum. Es war sowieso falsch rum. Ich muss auch hier gegensetzen. Hä? Ach mal, ich bin noch dumm. Da kommt der da geh. Ach, kann mir auf die Leiter rauf, bitte? Danke. Leiter. Geländer. So, du kommst da. Ich möchte sterben. Tralala. Ich möchte sterben. Tralala. Ja. Mann, bin ich schnell. So. Und du jetzt so. Tada! Schön für ein überstehendes Dach. Doch, ist in Ordnung. Ist doch ganz in Ordnung. Klar, das sieht natürlich jetzt alles noch ein bisschen kahl aus, aber wie gesagt, das ist ja auch erstmal nur das Rohgerüst, ja, der Rohbau. Kann man den später halt von unten noch verzieren oder sowas? Keine Ahnung. Ja, dann müssen wir jetzt hier die Mauer weiterbauen. Also kommen jetzt hier zwei hin, dann kommen hier drei hin.
Dann kommen hier vier hin. Auch durch den Spaß, sich so komplett selber einzubauen. Aber wir machen erstmal überall zwei hin. Ja, das hat gut funktioniert. So, die letzten. Hier ist frei. Hier kommt einer, hier kommt einer und hier kommt auch mal zwei. So, dann kommt hier wieder einer. Siehst du, und dafür braucht man halt Noclip. So geht es halt viel einfacher. So. Ich mach mal von der Seite hier. Ja, perfekt. Und hier oben ist in die Dachspitze. So, genau so wird das gesamte Dach dann später gebaut. Gut. Das Ding hier kommt dann später natürlich nur an bestimmten Stellen hin, also hier zum Beispiel ans andere Ende und vielleicht hier kommt noch eine Zwischenstrebe rein oder sowas. Das müssen wir dann gucken. Auf jeden Fall, ne, von der Logik her einfach halt so, wie es jetzt gerade so. Gut, müssen wir gucken, ob wir es dann von der Unterseite auch schräg bauen. Weil die Unterseite sieht man ja vom Innenhof her. Von daher sollten wir die dann auch schräg bauen. Ah, das war dumm. Egal. Technisch gesehen kein Problem. Doch. Technisch gesehen ist das ein Problem. Ach, dann machen wir das Ganze halt so. So, jetzt muss ich wieder so gucken. Jetzt kommst du außen und du kommst innen. Perfekt, jetzt muss ich wieder hoch. Okay, komm. Die Leiter positioniere ich mal doch eins nach links. Da kommen wir wesentlich besser hoch. Hauch. Warum habe ich jetzt die Stöcker dabei? Ach, Alter. Meine Fresse. So. Hada! Das erste, naja, die erste Dachwand, keine Ahnung, wie man das nennt, ist fertig. Hat er bloß. Ja, ging eigentlich relativ schnell. Also. Ich hätte jetzt gedacht, das dauert länger. Da sieht man so ab und zu Pixel aufblitzen. Naja. Gut, ich würde mal sagen, machen wir mal für jetzt Feierabend. Ja, wie gesagt, morgen kommt erstmal Special. Und dann geht's mit dem Dach halt übermorgen weiter. Quatsch, übermorgen, also am Montag. Übermorgen ist ja Sonntag. Da war ja was. Gut, in dem Sinne, schau mit V und dann sehen wir uns bald wieder.